Leben Sie schon gesund oder vermessen Sie sich noch? Professorin Ulrike Feld ist qualitative Sozialforscherin am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien. In 4 Einheiten führt sie uns über die Grenzen dessen hinaus, was wir über uns selbst wissen können. Oder vielleicht auch gar nicht wissen wollen. Was haben denn Gesundheitstracker, so einer wie dieser hier, und deren Daten mit unserem Verständnis von Gesundheit und Krankheit zu tun? Wofür könnte der AMS-Algorithmus im Gesundheitsbereich ein Vorbote sein? Professorin Feld wird uns einen Einblick in die Welt der medizinischen und körperbezogenen Daten geben. Diese Daten sind heute nicht mehr an einen Ort gebunden. Der Ort der Speicherung ist unabhängig vom Ort des Zugriffs und vom Ort der Verarbeitung. Aber von welchen Daten sprechen wir denn nun eigentlich im Gesundheitswesen? Und wo liegt der Unterschied zwischen einfacher Datenverarbeitung und automatisierter Datenverarbeitung? Wie verändert sich unser Zugang zu medizinischer Diagnose und zur Behandlung durch die digitale Transformation im Gesundheitsbereich? Die Hintergründe dazu mögen uns sehr komplex erscheinen. Professorin Feld wird uns nun an die Möglichkeit eines souveränen Zugangs zu unseren Daten im Gesundheitsbereich heranführen. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude und Erfolg beim Zuhören und Mitmachen. Die Frage beginnt damit, was bedeutet eigentlich Digitalisierung und spezifischerweise im Gesundheitsbereich? Digitalisierung verweist an sich nur auf den Prozess und nur habe ich hier unter Anführungszeichen gesetzt, um analoge Medien in Bits und Bytes zu pressen. Das heißt, in einer digitalen Form verfügbar zu machen. Analoge und physische vorhandene Produkte werden dann digital einfach abgebildet und können somit einfach vielfach kopiert oder übertragen werden. Im Grunde genommen hatten wir lange Zeit die Vorstellung, dass unsere Information irgendwo physisch sitzt. Die saß in irgendeinem Zettelkasten eines Arztes oder sie saß in einem Spital in irgendeinem abgeschlossenen Container oder war in einem Computer an einem bestimmten Ort. Heute ist es so, dass indem wir sozusagen quasi übergehen zu einer Digitalisierung und Verdatung, können wir diese Daten eigentlich an extrem vielen Stellen zur Verfügung haben, ohne dass gleichzeitig irgendjemand weder das sieht, noch dass irgendetwas verloren geht an einer bestimmten Stelle. Und das, wie wir sehen werden, ist eine der großen Herausforderungen, die wir haben. Daten sind also damit nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern können gleichzeitig an vielen Orten sein. Und ich habe daher einen Verlust dieser Vorstellung zu wissen, wo sich etwa die eigenen Gesundheitsdaten befinden, wer darauf zugreifen kann, wie sicher sie verwahrt sind, etc. Weil es für uns einfach unsichtbar geworden ist. Was wird digitalisiert? Zum einen geht es um Inhalte wie Dokumente, Formulare, Bilder und vieles mehr. Wir können sie Erkenntnisprogrammen zuführen, die sie dann weiter aufbereiten und verarbeiten. Für den Gesundheitsbereich bedeutet dies das Sammeln und das Zusammenführen von verschiedenen Befunden, Bildern und Datenreihen. Aber Digitalisierung bedeutet auch Prozesse, die man durch digitale Medien abbildet. Das heißt, wir versuchen, Kommunikation und Verarbeitungsabläufe im Gesundheitsbereich einfach abzubilden, Schritt für Schritt, in digitalen Systemen. Und wenn ich Inhalte und Prozesse sozusagen quasi zusammenführe, dann kann ich sozusagen einen Schritt weitermachen und kann zu einer Automatisierung kommen. Das heißt zum Beispiel, ich kann Bilderkennung zur Anwendung bringen, ich kann Auslesen und Vergleich von komplexen Datensätzen machen, Mustererkennung. Zum Beispiel können heute Maschinen, indem sie Körperdaten vermessen, zum Beispiel eine Warnung aussprechen, dass der Arzt sich um irgendetwas kümmern muss. Das heißt, wir sehen hier sozusagen quasi durch das Inhalte und Prozesse zusammen zu einer Automatisierung kommt. Jetzt heißt diese Lehrveranstaltung aber digitale Transformation. Und das ist nochmal sozusagen eine andere Qualität. Es geht hier um eine tiefgreifende und gleichzeitig beschleunigte Transformation von Prozessen. Es kommt zu einer Veränderung von möglichen und geforderten Kompetenzen von Ihrer Seite. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, mit Daten umzugehen. Und es entstehen neue Modelle, um die Welt zu verstehen. Das heißt, es werden nicht nur neue Wege für Lösungen von Herausforderungen gesucht, sondern die zu lösenden Probleme und Herausforderungen werden neu definiert dadurch, dass wir so viele Daten sammeln. Also es ist nicht nur eine Lösung, es ist auch eine neue Herausforderung. Das heißt, die Transformation in der Art und Weise, wie wir Probleme sehen, beziehungsweise konzeptualisieren und Lösungen finden,
ist, steht am Spiel sozusagen, wobei beide sehr stark technologisch getragen ist. Wir haben daher sowas wie Schlagworte wie Design Thinking und andere Arbeitsweisen wie Co-Creation spielen hier eine große Rolle, dass wir eben darüber nachdenken müssen, wie entstehen eigentlich solche Systeme? Wer hat da eine Form von Mitsprache? An wen wird da eigentlich gedacht? Ist es ein System für Sie als Bürger, Bürgerin oder ist es ein System, welches vor allem für die Versicherungen gedacht ist? Also für wen ist die Digitalisierung im Gesundheitsbereich überhaupt sozusagen quasi ein Anliegen? Und für wen ist diese Lösung gestaltet? Jetzt kommen wir zu diesem Begriff der Datensouveränität, der aus meiner Sicht recht spannend ist. Nämlich, der umfasst verschiedene Dimensionen der individuellen und gesellschaftlichen Befähigung zum selbstbestimmten Umgang mit Daten. Das drückt dieser Begriff auf. Und das Spannende daran ist natürlich, das klingt sehr einfach, aber wie viel Wissen muss ich haben über Gesundheitsdaten und wie viel Kenntnisse über Dateninfrastrukturen muss ich haben, damit ich überhaupt so etwas wie Souveränität ausüben kann? Also was brauche ich an Voraussetzungen? Und die Grundannahme ist sehr oft, dass aktuelle rechtliche Regelungen, politische Agenten und individuelle Kompetenzen, die laufen Gefahr, eben nicht ausreichend den neuen Bedingungen der Massendatenverarbeitung gewachsen zu sein. Und wir sehen ja, wenn Sie sich erinnern an den Cambridge Analytica-Skandal, ist ja nicht uninteressant gewesen aus meiner Sicht. Und zwar nicht, weil ich jetzt skandalisiert bin über den Skandal, sondern weil ich mir gedacht habe, wie interessant. Wir haben doch alle angeblich diese Nutzungsbestimmungen angeklickt und Ja dazu gesagt. Wie oft klicken wir Software-Updates an und sagen, ich bin mit allem einverstanden, da könnte etwas drinnen stehen, wovon Sie noch nie geträumt haben. Sie gehen einfach davon aus, ich habe echt keine Lust, und ich inkludiere mich hier, ich habe echt keine Lust, mir das jetzt alles durchzulesen. Und darauf verlässt man sich auch bis zu einem gewissen Grad, dass zwar de facto Sie informiert sind, dass aber eigentlich Sie sehr wenig darüber wissen, was in diesen Dingen stehen. Und wenn Sie es wirklich genau lesen würden, würden Sie draufkommen, wenn Sie nicht wesentlich besser literate sind als ich, dass Sie viele dieser Regulierungen überhaupt nicht verstehen. So. Aber ich klicke an, dass ich einverstanden bin und das alles auch gut verstanden habe. Wunderbar. Here we go. Und das tun wir wahrscheinlich jetzt nicht täglich, aber wöchentlich wahrscheinlich, wenn man all die Software-Updates und die Handy-Updates und die Computer-Updates und die sonstigen Inform-Consent-Dinge, die man unterschreibt, zusammenzählt. Das heißt, diese Datensouveränität ist extrem eng mit so einem Datenkompetenzbegriff verknüpft. Die Fähigkeit, Daten auch zu interpretieren und zu verstehen. Und das hängt natürlich, diese Dinge hängen irgendwo alle zusammen. Und die Datenkompetenz beschreibt dann sozusagen quasi die kritisch-reflexive Fähigkeit zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. Jetzt, das ist ein hehrer Wunsch, würde ich sagen. Das ist gut, dass wir uns das wünschen. Aber wir müssen uns realistisch natürlich fragen, wer erfüllt diese Voraussetzungen? Wer kann kritisch-reflexiv Daten sammeln, managen, was auch immer das genau bedeutet, bewerten und anwenden? Dazu muss man recht viel verstehen, worum es da genau geht, was Daten bedeuten, was sie nicht bedeuten, wie sie zusammenhängen und ähnlich. Das heißt, es kommt zu einer Datenpolitik, zu einer Produktion, Akkumulation, Zirkulation, Aggregation, Analyse und Interpretation von Daten. Und es gibt eine ganze Fülle von neuen Berufen, die sich darum herum entwickelt haben. Es gibt Datenwissenschaftlerinnen bis hin zu Datenjournalisten und das ändert auch unsere gesamte Art und Weise, wie wir uns die Welt anschauen. Und die Frage ist einfach, wo werden Daten erhoben? Wer kann damit Macht ausüben? Wem gehören Daten? Und es ist ja total interessant, wenn ich zurückgehe zu Derosier, den ich erwähnt habe, der über das 19. Jahrhundert sehr viel gesagt hat. Der beschreibt ja den Staat als den großen Datensammler. Der Staat, der etwas über seine Bürger wissen möchte, um auch, also man kann das jetzt glauben oder nicht, um auch sozusagen zum Wohle seiner Bürger handeln zu können. Die Datensammler ist der Staat nur mal partiell ein Player. Sie haben die großen Datenkraken, wie sie auch so schön genannt werden, wie Google, Facebook, wie sie auch alle heißen. Und wie gesagt, der Facebook-Datenskandal war ja nur ein kleiner Indikator, der darauf hinweist,
wo wir uns ungefähr so hin bewegen.